Ja, hallo, der Turgut Bey hier. Es ist wieder mal ein Morgen und diesmal aus der schönen Schweiz, aus Dachsen. Das ist der Kanal 360 Grad, Auswandern Türkei, Antalya. Und ich bin nicht in Antalya. Ich genieße gerade den Morgen mit einem ordentlichen Schluck Kaffee und resümiere mal, wie mein Trip so war und möchte euch einfach mal erzählen, wie es weitergegangen ist. Ein Link zu meinen vorherigen Videos, den poste ich mal da oben irgendwo. Ja, nachdem ich im Dezember die 4 Wochen abgerissen habe in Antalya, nach dem Motto, schauen wir mal, wie es sich dort lebt, hatte ich nicht mehr großartig die Möglichkeit, Videos zu machen. Alle Videos, die ihr bis jetzt gesehen habt, sind aus der Vergangenheit. Wir haben heute den 1. August 2020. Und mit dieser neuen Reihe, die jetzt startet, möchte ich einfach mal eins meiner drei Lebenspunkte darlegen oder darstellen, euch zeigen. Und das ist die Schweiz. Wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich eigentlich drei Wohnsitze. Schweiz, Dachsen, im Kanton Zürich ist mein Hauptwohnsitz, da wo ich auch meine Steuern zahle, also mein Lebensmittelpunkt. Dann habe ich noch in Berlin, in der Nähe von Mariendorf, einen Wohnsitz. Und in der Türkei, halt im Landkreis Antalya, in der Stadt Antalya, in der Innenstadt. Und da ich jetzt Corona-bedingt eine Weile hier in der Schweiz sein werde, möchte ich euch einfach mal ein bisschen was von dieser Gegend zeigen. Im Moment ist es so, dass ich auf einem Dorf lebe. Dachsen hat nur eine Hauptstraße, aber einen coolen Bahnhof direkt neben meiner Tür im Grunde genommen. Also da hinten, da ist der Bahnhof. Das ist ja ein 380 Grad, 360 Grad Video. Ihr könnt euch also umschauen. Und wohnen tue ich da hinten, da in dem Gebäude da. Da mache ich dann später noch mal eine andere Außenaufnahme. Und in Folge dieser Reihe werde ich euch einfach mal zeigen, in was für einer Gegend ich hier eigentlich wohne, weil hier ist nämlich auch schön. Und ich wandere ja nicht aus oder ich will ja nicht auswandern, weil es hier nicht schön wäre, sondern weil ich es mir in 10 Jahren einfach nicht leisten kann. Das hat viele Faktoren, die da zum Tragen kommen. Hauptsächlich aber, weil ich keine Rücklagen gemacht habe, weil ich das Schweizer System nicht verstanden habe, lange Jahre. Und vor allen Dingen, weil ich auch nie wollte. Ich habe mein Geld genommen und es ausgegeben. Ja, gut, also in diesem Sinne behalten wir diesen Shot, wie ihr wisst, kurz. Ich mache immer nur so kurze Videos. Ich werde jetzt hier einfach noch ein bisschen die Gegend genießen, ein bisschen Musik einspielen und ich wünsche euch dann noch einen schönen 1. August. In der Schweiz ist das ein Feiertag, der Nationalfeiertag. Und ja, gehabt's euch wohl.